Sommer, Sonne, Fotofrust, du scrollst durch die Feeds deiner Lieblingscreator und was du siehst, ist ein perfektes Foto nach dem anderen. Aber wenn du dann mal deinen Freund oder deine Freundin nach einem Schnappschuss draußen an der Sonne fragst, möchtest du das Ergebnis am liebsten einfach nur wieder direkt löschen? Keine Sorge, Hilfe ist unterwegs, denn in diesem Video habe ich 10 Tipps bzw. 10 Faktoren für dich mitgebracht, die dir dabei helfen werden, diesen Sommer fantastische Fotos für deinen Social Media Account oder für dein privates Fotoalbum zu schießen. Und falls wir uns noch nicht kennen, hey, ich bin Fee und ich habe 2018, 2019 eine große Reichweite auf Instagram und Pinterest dadurch aufgebaut, dass ich kreative Fototutorials mit meiner Community geteilt habe. Meine außergewöhnlichen und kreativen Fotos sind auch der Grund, warum ich immer noch regelmäßig von namhaften Unternehmen beauftragt werde, um kreativen Content für sie zu erstellen. Und seit 2020 gebe ich außerdem mein Wissen an meine Community weiter, indem ich Online-Kurse anbiete und darin Creator vom ersten Social Media Post bis in die nebenberufliche Selbstständigkeit begleite. So viel zu mir, jetzt aber wieder zurück zum Thema und direkt zum ersten Tipp für dein neues sommerliches Lieblingsfoto. Tipp Nummer 1, plane dein Sommerfotoshooting richtig. Denn eine schlechte Planung kann zu sehr viel Stress und natürlich auch zu misslungenen Fotos führen. Deswegen würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, bevor du dein Shooting planst, immer einmal den Wetterbericht zum Beispiel zu checken. Ich sehe übrigens meistens dann auch noch nach, wann der Sonnenaufgang und Untergang ist, um dann auch einen guten Überblick zu haben, wie viel Tageslicht wirklich an diesem Tag auch vorhanden ist. Manchmal gucke ich mir auch noch die Sonnenstunden an, aber im Wesentlichen ist es ja schon mal gut zu wissen, ob die Sonne scheint, es Wolken gibt oder es regnet, damit du natürlich auch deinen Shooting-Tag dementsprechend festlegen kannst. Wenn du nun für dein Shooting einen eher sonnigen Tag erwischt hast, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, nicht in der Mittagszeit zu fotografieren. Denn hier steht die Sonne am höchsten und das sorgt dann leider für sehr harte, unschöne Schatten im Gesicht. Ich würde die Shootings immer eher in die Morgen- oder in die Abendstunden verlegen, denn hier ist das Licht viel, viel weicher und du entgehst außerdem auch der größten Hitze des Tages. Apropos Hitze, damit sind wir auch schon bei Tipp 2 und zwar Safety First. Gerade im Sommer solltest du auf deine eigene Gesundheit und auf die Gesundheit deines Fotobuddies achten, denn beim Fotografieren kann man sehr, sehr schnell die Zeit vergessen, da spreche ich aus eigener Erfahrung. Und du möchtest natürlich nicht nach dem Shooting zum Beispiel einen Sonnenbrand haben, einen Sonnenstich. Ich muss sagen, ich habe im Sommer auch immer nicht so den besten Kreislauf, deswegen achte wirklich darauf, dass du genug trinkst, dass du auch Trinken mitnimmst zum Shooting. Am besten vielleicht in einer Thermosflasche. Ich benutze zum Beispiel solche Flaschen total gerne. Keine Werbekooperation, aber darin bleibt das Trinken dann dementsprechend auch wirklich kühl. Und natürlich auch genügend Pausen machen, eher im Schatten fotografieren, damit es natürlich auch allen Beteiligten nach dem Shooting immer noch gut geht. Weiter geht's mit Tipp Nummer 3. Schatten ist besser als Sonne. Wenn man mit Menschen spricht, die sich nicht so gut mit Fotografie auskennen, dann hört man oft solche Sätze wie: Oh, das wären ja bestimmt schöne Fotos, so toll wie die Sonne heute scheint. In der Realität ist aber meistens das Gegenteil der Fall. Ich habe gerade ja schon mal gesagt, Sonne und gerade auch Mittagssonne, das ist meistens ein sehr, sehr hartes Licht, was sehr unvorteilhaft für das Gesicht ist. Das heißt, wenn du einen sehr sonnigen Tag oder einen sehr sonnigen Zeitpunkt des Tages erwischst, hast, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, im Zweifelsfall im Schatten zu fotografieren. Ich habe hier auch ein super Bildbeispiel mitgebracht, denn in meinem Lissabon-Urlaub mit einer Freundin von mir haben wir am komplett gleichen Spot zu unterschiedlichen Tageszeiten fotografiert. Und vielleicht kannst du ja schon sehen, auf dem ersten Bild kann meine Freundin kaum ihre Augen aufhalten. Man hat wirklich diese ganz harten Schatten, der Hautton ist komplett weiß und ausgebrannt. Und auf dem anderen Foto hingegen ist natürlich die Lichtsituation viel, viel ausgeglichener, weil es einfach ein bisschen schattiger ist. Und beide Fotos sind unbearbeitet. Das heißt, man könnte hier mit Bildbearbeitung natürlich auch noch viel mehr rausholen aus dem Schattenfoto. Aber das ist natürlich einfach so viel einfacher zu fotografieren und du bekommst in der Regel im Schatten viel schönere Ergebnisse. Und wir bleiben bei der Sonne und den harten Schatten in Tipp Nummer 4. Und zwar, wenn du es dir in den Kopf gesetzt hast, aber halt eben doch genau in der Sonne deine Fotos zu machen, vielleicht aus ästhetischen Gründen oder weil das einfach die Location nicht anders hergibt,
Dann gibt es natürlich auch immer noch Möglichkeiten, damit umzugehen. Meiner Meinung nach ist zum Beispiel die einfachste Möglichkeit, mit einer Sonnenbrille zu arbeiten. Denn eine Sonnenbrille passt natürlich auch ganz gut zu so einem sommerlichen Setting. Denn damit hast du schon mal nicht das Problem, dass diese Schatten so auf die Augen fallen. Und das Ganze wirkt irgendwie dann so ein bisschen ausgewogener. Ich zeige dir am besten einfach mal so ein paar Beispielfotos, wo ich das Ganze für mich genutzt habe. Und für die Fortgeschrittenen gibt es natürlich auch die Möglichkeit, in einer sehr sonnigen Situation zum Beispiel mit einem Reflektor zu arbeiten. Das heißt mit einer Fläche, die halt das Licht reflektiert, sodass du wieder halt auch mehr Licht dann in die Parts deines Gesichts raufbekommst, um das Ganze wieder ausgeglichener zu machen. Man kann im Zweifelsfall auch mit einem Blitz arbeiten, aber wie gesagt, das würde ich tatsächlich eher fortgeschritteneren Fotofreunden und Freundinnen empfehlen. Ansonsten greif einfach zu der Sonnenbrille, wenn es unbedingt ein Shooting in der prallen Sonne sein muss. Aber ja, denk an das Trinken und vielleicht versuchst du es dann aber auch nochmal im Schatten. Jetzt kommen wir zu Tipp Nummer 5 und zwar das richtige Posing bei knappen Outfits. Ganz egal, ob du nun im Bikini oder im engen Sommerkleidchen shooten möchtest, desto weniger Stoff du irgendwie hast, desto vorteilhafter möchtest du natürlich auch aussehen. Und alle meine Tipps und Strategien und Wissen zum Thema Posing jetzt aufzuzählen, würde auf jeden Fall den Rahmen dieses Videos sprengen. Aber es gibt so ein paar Grundsätze, die du auf jeden Fall im Hinterkopf behalten kannst. Zum einen ist es natürlich sinnvoll, so eine gewisse Körperspannung zu behalten und natürlich auch auf deine Haltung zu achten. Das heißt natürlich auch eher einen geraden Rücken zu machen. Und was natürlich auch immer gut funktioniert, ist, wenn du deinen Bauch so ein bisschen von der Kamera wegdrehst und eher deine Hüfte in Richtung Kamera stellst. Ich blende dir am besten auch hier mal ein Beispielfoto ein. Das ist eine Pose, die zum Beispiel für Bikini-Fotos sehr gut funktioniert, aber wie gesagt auch für enge Kleidchen, für freizügigere Outfits oder je nachdem, was du gerne im Sommer tragen möchtest. In meinem Online-Kurs Creatortum gibt es übrigens ein komplettes Kapitel nur zu dem Thema endlich fotogen, in dem ich dir zeige, wie du es meisterst, vorteilhaft zu posen und was du noch tun kannst, um dich endlich wohl vor der Kamera zu fühlen. Aber gleich nochmal mehr zu Creatortum. Vorher kommt nämlich jetzt nochmal Punkt Nummer 6 und zwar die perfekte Fotolocation für deine Sommerfotos. Es gibt viele wunderschöne Orte, die du nutzen kannst, um deine Sommerfotos zu machen. Blühende Felder, Parks, Seen, Pools, alles was natürlich auch mit Wasser oder mit Grün zu tun hat, ist sehr, sehr schön für den Sommer. Aber es gibt auch eine Fotolocation, die meiner Meinung nach total unterschätzt wird, wenn es darum geht, tolle Sommerfotos zu machen. Und zwar ist das dein eigenes Zuhause. Und bevor du jetzt in die Kommentare schreibst, ja, Fee, ich habe aber jetzt kein Pool zu Hause und meine Wohnung sieht jetzt auch nicht aus wie aus einem Interior-Magazin. Alles gut, hör mir einfach kurz zu. Denn ich möchte dir ein paar Fotos zeigen, die ich alle in meiner Studenten-Zwei-Zimmer-Wohnung umgesetzt habe. Ohne fancy Equipment, ohne fancy Einrichtung, sondern einfach mit ein bisschen Kreativität und Bildbearbeitung. Es bietet super viele Vorteile, deine Fotos bei dir zu Hause zu machen, egal in welcher Jahreszeit. Du bist so einfach viel freier und flexibler, du hast keine lange Anfahrtzeit zu irgendeiner fancy Location. Und außerdem kannst du natürlich auch zu Hause viel freier kreative Sets aufbauen, zum Beispiel auch mit Licht arbeiten, ein bisschen experimentieren. Und das alles, ohne dass dich irgendjemand auf der Straße blöd anstarrst, weil du deine Kamera ausgepackt hast. Das heißt, ich bin wirklich ein Riesenverfechter von Homeshootings, gerade wenn du vielleicht auch nicht ständig einen Fotobuddy zur Hand hast, der oder die dir bei deinen Fotos helfen kann, ist dein eigenes Zuhause wirklich eine tolle Möglichkeit, um in so einem geschützten Rahmen, in einem geschützten Raum wirklich an deinen Content-Skills zu arbeiten. Außerdem bist du zu Hause natürlich auch gewissermaßen unabhängiger vom Wetter. Das heißt, auch wenn es regnet, was im norddeutschen Sommer tatsächlich nicht so selten vorkommt, hast du immer noch die Möglichkeit, zu Hause tolle Fotos zu machen. Und ja, ich wohne hier auch in einer Dachgeschosswohnung. Ich habe hier auch meinen Ventilator neben mir stehen, damit ich jetzt gerade hier bei diesem Video nicht eingehe. Aber du sollst ja deine Fotoshootings sowieso wegen dem Licht in die Morgen- und in die Abendstunden verlegen. Da ist es ganz egal, ob du das Ganze nun bei dir zu Hause oder draußen machst.
Ich weiß, dass viele von euch das Konzept Homeshootings auf jeden Fall auch spannend und interessant finden, aber sich dann doch wieder denken, ja, das ist aber auch leichter gesagt als getan, bei mir klappt das nicht aus Grund A, B, C. Und genau hier kommt dann mein Online-Kurs Create at Home ins Spiel. In diesem Kurs zeige ich dir, wie du bei dir zu Hause fantastische Instagram-Fotos und Videos kreierst. Über 35 kurze, mitreißende Videos warten auf dich, außerdem zahlreiches schriftliches Bonusmaterial und spannende aufgezeichnete Sessions mit renommierten Gastexperten, zum Beispiel zum Thema Familienfotografie, Branding oder Videografie. Was Create at Home außerdem so besonders macht, ist, dass du alle Kurstutorials alleine bei dir zu Hause umsetzen kannst. Ohne teures Equipment, ohne Fotobuddy und ohne kompliziertes Fachchinesisch. Dieser Kurs ist eine Investition in deine Content Skills, die als Creator definitiv dein wichtigster und größter Umsatzbooster sind. Der einzige Haken, Creator-Tom öffnet nur einmal im Jahr seine Türen für neue Mitglieder. Das heißt, wenn du den nächsten Launch Ende Juni nicht verpassen möchtest, dann solltest du dich unbedingt jetzt, wenn du dieses Video siehst, in die Warteliste eintragen. Das ist komplett kostenlos und unverbindlich, du gehst damit keine Verpflichtung ein, aber du bekommst so per Mail alle Infos zum Kurs vorab und du hast auch die Möglichkeit, dir exklusiv einen besonderen Bonus und Rabatt zu sichern, der exklusiv der Warteliste vorbehalten ist und halt eben nicht irgendwo anders öffentlich zugänglich ist. Den Link zur Warteliste von Create at Home habe ich dir unten in die Videobeschreibung gepackt. Jetzt machen wir aber erstmal weiter mit Tipp Nummer 7 und zwar dreht es sich bei diesem Tipp um die richtigen Shooting-Requisiten. Requisiten oder auch Props genannt machen dein Foto erst so richtig komplett, helfen dir dabei eine Geschichte zu erzählen und machen dein Bild einfach lebendiger. Was meine ich damit? So ein Shooting-Requisit kann zum Beispiel eine Sonnenbrille sein, eine Zeitschrift, Kaugummi, ein besonderes Haarband, ein Eis, ein Getränk. Das Ganze macht, wie gesagt, dein Foto einfach insgesamt so ein bisschen runder und kompletter. Und das Ganze muss natürlich auch definitiv nicht teuer sein. Es sollte natürlich ins Gesamtsetting deines Fotos passen. Aber wenn du hier noch ein bisschen Inspiration brauchst, in meinem Online-Kurs Create at Home gibt es eine Liste mit 101 Fotoutensilien unter 10 Euro. Das heißt, es muss auch gar nicht immer unbedingt etwas Teures sein. Tipp Nummer 8. Such dir einen guten Fotobuddy oder mach deine Bilder einfach direkt alleine. Was ich dir auf jeden Fall ans Herz legen kann, egal ob es nun Sommer oder irgendeine andere Jahreszeit ist, mach nur Fotos mit Menschen, die dir wirklich ein gutes Gefühl geben. Denn du hast auf jeden Fall was Besseres verdient, als jetzt zum Beispiel jemand schlecht gelaunt ist, die ganze Zeit hinter dir herzuschleppen. Jemand, der nach 2 Fotos sagt, oh, muss das jetzt wirklich sein, das sieht aber doof aus und, und. Das wird dir auf jeden Fall nicht dabei helfen, eine tolle Ausstrahlung vor der Kamera zu haben. Das heißt, such dir am besten einen Menschen, dem es auch wirklich Spaß macht, Fotos zu machen. Und wenn du genau so einen Menschen halt eben nicht in deinem Leben hast, dann versuch vielleicht deine Fotos lieber erstmal alleine zu machen. Dann kannst du dir natürlich auch so viel Zeit nehmen, wie du möchtest. Und falls du deine Fotos mit dem Handy machst, dann habe ich hier auch nochmal einen ganz konkreten App-Tipp für dich. Und zwar solltest du dann unbedingt mal die Lens Buddy App ausprobieren, wenn du ein iPhone hast. Meiner Meinung nach gibt es das, glaube ich, noch nicht für Android-User, leider. Aber Lens Buddy ist eine richtig, richtig coole Foto-App für Solo-Creator, die zum Beispiel sogar eine Funktion hat, dass sie dir zwischendurch ein paar nette Komplimente macht. Das heißt, wenn du keinen Foto-Buddy hast, der so nett zu dir ist wie die Lens Buddy App, dann greif am besten vielleicht erstmal darauf zurück. Beim vorletzten Tipp, Tipp Nummer 9, geht es dann wiederum eher um die Kamera-User. Denn wenn du dich mit deinen Kameraeinstellungen schon mal auseinandergesetzt hast, dann weißt du vielleicht, dass wir in allen anderen Jahreszeiten ja eher mit unserer Kamera so arbeiten, dass wir halt versuchen, so viel Licht wie möglich in den Sensor zu bekommen, zum Beispiel durch eine offene Blende. Im Sommer ist aber dann eher das Gegenteil der Fall. Das heißt, gerade wenn du dann wirklich unter sehr sonnigen Bedingungen Fotos machst, kann es tatsächlich schon ein Problem werden, wenn du einfach zu viel Licht durch deine Einstellungen in die Kamera reinbekommst. Das heißt, hier macht es wirklich Sinn, zum Beispiel mit einer sehr kurzen Belichtungszeit zu arbeiten
oder dir vielleicht sogar einen sogenannten ND-Filter anzuschaffen. Das ist letztendlich so eine Art wie so Sonnenbrille für deine Kamera. So könnte man es vielleicht ganz einfach erklären, was das Ganze dann nochmal so ein bisschen abdunkelt. Und ich würde dir halt im Zweifelsfall auch empfehlen, immer zu versuchen, so ein klein bisschen dunkler zu fotografieren, weil du einfach dann in der Bildbearbeitung später mehr Möglichkeiten hast, um nochmal mehr Dynamik rauszuholen. Denn was halt weiß ist, bleibt dann auch weiß, egal wie du das dann später bearbeitest. Das heißt, versuche so ein bisschen ausgebrannte Bereiche in deinem Bild eher zu vermeiden. Und damit schließen wir auch schon perfekt an den 10. und letzten Fototipp an. Und zwar lerne, deine sommerlichen Fotos richtig zu bearbeiten. Ich arbeite hier am allerliebsten mit Lightroom. Da gibt es eine kostenlose Smartphone-App. Ich nutze aber das kostenpflichtige Foto-Abo von Adobe, damit ich das Ganze natürlich auch auf meinem Laptop benutzen kann und bin hier sehr, sehr zufrieden. Ein paar allgemeine Sachen, die du natürlich auch in anderen Apps für dich umsetzen kannst. Bei Sommerfotos macht es immer Sinn, vielleicht eher mit einer wärmeren Farbtemperatur zu arbeiten. Dein Foto sieht dann einfach direkt sonniger aus. Und außerdem solltest du dir vielleicht auch gesondert die Grün- und Blautöne anschauen. Das heißt, wenn du zum Beispiel deine Blautöne so ein bisschen ins Türkis reinziehst, dann bekommst du schon mehr diesen klassischen Instagrammer-Travel-Blogger-Look in deine Fotos hinein. In meinem Online-Kurs Creatortum lernst du übrigens auch, wie du deine Bilder mit kostenlosen Programmen professionell bearbeitest, wie du deine eigenen Presets bzw. Filter erstellst. Und in einem brandneuen Kursupdate zeige ich dir sogar, wie künstliche Intelligenz deine Bildbearbeitung noch auf die nächste Stufe heben wird. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, du konntest ganz viel für deine Sommerfotos mitnehmen und startest jetzt mit neuer Inspiration in einen wunderbaren Sommer. Schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, welcher Tipp dir am besten gefallen hat. Und vergiss natürlich auch nicht, dich in die Creatortum Warteliste einzutragen, um dir deinen Wartelistenbonus und Rabatt zu sichern. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video und bis bald.